Hallo und herzlich willkommen. Dieses Mal heißt es, die Adventure Corner spielt This is the Police. Ich habe schon mal einen kleinen Spielstand vorbereitet und wir springen deswegen in Tag 6 ein. Unser Ziel ist es, für den Polizeichef, den wir selbst spielen, quasi genug Geld auf die Seite zu bringen, dass er in Pension gehen kann. Dazu passiert der typische Polizeialltag unter Anführungszeichen. Wir bespringen jetzt mal kurz die Videosequenz, damit nicht allzu viel gespoilert wird. Und zwar hat man es mit der Mafia zu tun, aber auch mit einer korrupten Bürgermeister und der Verwaltung. Schon bestiegen uns das erste Problemchen. Eine unserer Polizistinnen hat ein Problem zu Hause. Entscheidung, was tun wir denn? Darf sie zu Hause bleiben? Ja, wir sagen mal, sie darf zu Hause bleiben, weil sonst passiert auch noch, dass sie kündigt. Und ja, die Menge an Polizisten ist nämlich begrenzt. Man hat für jede Schicht nur eine bestimmte Menge zur Verfügung. Die wird einem auch gekürzt, wenn sie nicht so gut läuft. Deswegen fangen wir gleich mal an. Jetzt können wir uns noch auswählen, was wir denn für eine Musik nehmen. Nehmen wir einfach irgendwas. Hier sind sehr, sehr schöne Jazzstückchen drin, aber auch Klassikstückchen wie Beethoven. Für jeden eigentlich etwas drin. Schon fängt es mit der Mafia an, oder in dem Fall einer Gang, nämlich den Triaden. Ja, wir schauen mal, dass wir das aufklären. Kommen in den netten kleinen Bildschirm, wo wir quasi sehen, wo wir einsteigen können. Ninghe. Können wir ein bisschen ermitteln. Das tun wir natürlich. Jo. Und man kann auch gleich mal einen verhaften. Gut, machen wir alles. $20.000 gibt es, wenn wir die Sache aufklären. Man hat hier überall begrenzt Zeit. Rechts sieht man zum Beispiel so Nachrichten, was so passiert. Wir haben die Aufgabe, dass man diese rote Maske Gang ausschalten in den nächsten 4 Tagen. Das stellt sich als ziemlich schwieriges Unterfangen raus. Außerdem haben die Rassisten zugeschlagen und wollten, dass ich alle schwarzen Polizisten feuere. Das habe ich nicht getan, weil ich ein netter Sergeant bin. Deswegen ist jetzt der Bürgermeister auf mich etwas schlecht zu reden und wird auch mein Gehalt und meine Fans quasi kürzen. Und schon trotzdem habe ich aber einen Polizeiofficer kurz vorher noch bekommen. Dazu kommt jetzt auch, das könnte man unter der Affären hier unten eingeben. Kann man auch gleich einen anstellen, und zwar einen Cop. Dieser Grad hier zeigt, wie gut ein Polizist ist. Deswegen nehmen wir gleich die beste. Schauen wir mal, wo haben wir weniger? Wir haben bei beiden gleich viel. Dann nehmen wir doch für Schicht A den Jungen. So, und los geht's. Jetzt warten wir quasi darauf, dass was passiert auf der Karte. Und schon haben wir den ersten Mordversuch. Hier quasi ein kleines Bildchen, wie passiert das? Wir haben hier einen Mordversuch, wurde jemand in heiße Schokolade reingeworfen. Jetzt habe ich die Wahl, dass ich maximal 2, das heißt, es ist Offiziere hinschicke, also Polizisten. Das heißt, es wird ein relativ leichter Fall sein. Schauen wir mal, wen können wir da entbehren. Nehmen wir mal Ikochi, weil sie ganz gut ist und er ist schon ein etwas dienstälterer vom Dienstgrad, das übrigens auch verbessert ist dadurch. Der verbessert ist dadurch. Schauen wir mal, was passiert. Schon fährt die Polizei los. Muss man kurz menüren. Hier könnte ich zum Beispiel wieder mehr Geld beantragen. In der Polizeistation kann ich mein Personal sehen. Die Detektive sind für Mordermittlungen zuständig. Das ist ein eigenes Ding. Dann kann ich im Arbeitsmarkt schauen. Hulk Hogan ist auch dabei. Und schlussendlich, was denn schon so alles passiert ist. In den Ermittlungen, das
ist das, was ich sagte mit den Detektiven. Da kommen wir mal dann wahrscheinlich gleich zu sprechen. Unten sieht man die SWAT-Einheit, die man für ganz schwere Fälle holen kann. Später kriegt man dann auch noch einen Bus, womit man mehrere mehrere Verdächtige gleichzeitig verhaften kann. Schauen wir mal, was passiert ist. Jawohl, alles gut gelaufen. Die Polizisten sind aufgestiegen und schon das nächste Ding etwas schwerer. Es wurde ein Auto quasi aufgebrochen. Dann schick mal 3 hin. Auf geht's. Man sieht, das ist ein relativ ruhiges Spiel. Man kann die Musik genießen. Man kann es auch mal so ein bisschen nebenbei spielen. So sehr, sehr gemütlich, aber doch nicht unfordernd, wie man feststellen kann. Denn auch die Polizisten können sterben. Und man kann natürlich auch so Dinge wie jetzt auslösen, so wo man entscheidet, ja, was sollen denn die Polizisten machen? Ja, was machen wir denn? Ja, dann tun wir ihn doch mal einfach blockieren. Ja, hat geklappt. Alle sind wieder aufgestiegen. Perfekt. Gott, sind wir ein guter Polizist. So, nächstes. Diesmal wird es wieder ein bisschen schwieriger. Es gibt aber auch Fälle, die Fehlmeldungen sind. Das hört sich stark danach an. Er will wohl seinen Freund sehen, dass das einfach nur die Eltern sind. Wird er wirklich geschlagen? Wir werden es sehen. Tun wir mal Risiko und gehen davon aus, dass es einfach ein Kind ist, das raus will und nicht darf, weil es Hausarrest hat. Deswegen schickt man weniger hin. Später im Spiel gibt es dann auch noch so Missionen, die man für die Mafia erledigen muss, wo man sich entscheiden muss, ja, gehe ich jetzt der Polizeiarbeit nach oder helfe ich ihr der Mafia? Mafia bringt natürlich mehr Geld. Andererseits, wenn man die Mafia Gunst verliert, dann hat man es schlecht. Und wie gesagt, falscher Alarm, war nur ein Kind. Weil er das Brokkoli nicht gegessen hat, durfte er nicht raus. Ah, da kommt schon die Mafia. Jo, schicken wir doch einen Cop. Wir haben eh gerade genug zuständig. Schick mal den Daniel. Zack. Jetzt geht's gleich um einen Diebstahl im Casino. Ach, ein Betrunkener. Ja. Kann mal passieren. Hinterhin. Gesagt, stellt man sich schlecht an, verliert man dann auch quasi die Gelder und muss Posten streichen. Und umso weniger Polizisten man hat, umso weniger kann man natürlich gleichzeitig tun. Es gibt dann auch Fälle, die ganze Kontingente an Polizisten brauchen, wo man 6, 7 Polizisten bräuchte. Zusätzlich eine SWAT-Einheit und gleichzeitig passiert ein zweites. Also wenn man sich am Anfang des Spiels sehr schlecht anstellt, kann man sich das spätere Spiel ziemlich schnell verbauen. Es gibt nämlich, wir sind Tag 6, es gibt insgesamt 180 Tage, wo man diese $500.000 erreichen muss. Man sieht, noch ein weiter Weg, aber man kriegt auch relativ gut Geld, vor allem durch die Mafia. Oh, tödliche Waffe. Ach ja, hat einfach die Frau zum Schießen angefangen. Dann schicken wir doch mal hier meine erfahreneren Jungs. 3 müssten eigentlich reichen. Und Mädels natürlich. Die Polizeiarbeit der Frauen ist, wie man bei mir sieht, gar nicht so schlecht. Die beste ist die Frau Kochi. Nicht, dass es heißt, wir diskriminieren hier. Nein, nein. So. Ja, probieren wir es mal zivilisiert. Oh, naja. Ist wohl wo reingefahren. In ein nicht jugendfreies Ding.
Kann man natürlich auch immer wieder sehr schräge Dinge machen, wo man sich fragt, ob das zum Sinn für Ziel führt. Ja, schreiben wir sie einfach mal an. Jawohl. Hat geklappt. Sie hat die Nerven verloren. Wir haben gewonnen. Immer so gegen 1 Uhr morgens ist dann der Tag auch schon zu Ende. Das heißt, das wird wahrscheinlich unser letzter Einsatz gewesen sein für heute. Schauen wir mal noch kurz, können wir eigentlich schon wieder... Ne, können wir nicht, in 4 Tagen erst. Gut. Wir schauen uns jetzt nochmal ein kleines Feature an, und zwar die Ermittlungen. Diesmal geht es um einen Brandfall. Da müssen wir quasi einen Detective absetzen. Wir geben gleich 2 dazu, einen mit Erfahrung und einen zweiten. Und versuchen den Fall zu lösen. Jetzt fahren die Detectives los. Währenddessen ganz normaler Polizeiantrag, ein paar Polizisten wohin geschickt, eine Feministen haben versucht, das Rathaus einzunehmen. Das hätte ich verhindern sollen, aber auch hier habe ich das nicht getan, was wieder Konsequenzen gegen mich hat von der Stadtregierung. Ah, Raubüberfall wieder mal. Mal schauen, dass man auch die jüngeren oder schlechter ausgebildeten dazu zieht, um sie aufzuwerten. Sonst hat man irgendwann ein paar gute, aber einige schlechte. Anfang des Spiels ist das einfach so. So, und hier sehen wir eben so eine Ermittlung. Es geht um Brand. Oben haben wir 5 Indizien, in denen wir quasi feststellen müssen, was los ist. Hier müssen wir dann eine Sequenz zusammenklicken, die genau zeigt, was passiert ist. Im Laufe der Ermittlungen kriegen wir täglich dann quasi neue Bilder, die wir dann in richtiger Reihenfolge einziehen müssen. Auch hier gibt es mehr als die hier quasi offen sind. Und das heißt, die richtigen zu finden, hat man es geschafft, kann man dann den Brandstifter oder die Brandstifterin festnehmen und hat eine weitere Straftat verhindert. Wenn wir schon dabei sind, noch kurz zu ein paar neuen Features, die wir vorher auch noch nicht gehabt haben. Es gibt jetzt auch einen Deputy, wo man zum Beispiel die Leute einladen, also die Polizisten einladen kann zum Grillen oder sie zur Akademie schicken oder gar von einem Spitzel aus spionieren kann. Aber auch Hilfe kann man heranziehen oder ganze Leute kaufen. Zusätzlich natürlich noch eine Statistik, wer der beste Polizist ist, beste Detektiv. Und auch bei den Affären gab es was Neues. Die Mafia hat jetzt uns angeboten, auch etwas zu tun. So kann man gezielt zum Beispiel Spitzel oder zum Beispiel Alkoholiker, die man nicht los wird, unter den Polizisten loswerden, indem man eine Falle aufstellt. Außerdem kann man die Staatsanwaltschaft quasi bedrohen lassen von der Mafia. So, das war's auch schon wieder und bis zum nächsten Mal.